Jo, meine lieben Sportsfreunde, ich bin Simon Ulrich. Bei uns im Muskelmacher-Shop wisst ihr ja, wir haben immer neue Produkte am Start und jetzt haben wir was am Start, was viele von euch, die viel unterwegs sind, garantiert erfreuen wird. Es handelt sich um Proteindrink, den ihr mitnehmen könnt, der Zero Shake von Biotech. Dieser Drink hier in diesem wunderbaren Tetrapack eignet sich natürlich wunderbar für unterwegs. Diejenigen, die viel unterwegs sind, die einfach in der Uni, auf der Arbeit oder wo auch immer ihre Proteinportion dabei haben möchten, die sind hier goldrichtig. Bevor wir zu den Bewertungspunkten kommen, noch was Allgemeines. Wir haben hier 25 Gramm Eiweiß, noch ein paar weitere Attribute, die hier wunderschön auf der Vorderseite aufgedruckt sind. Laktosefrei, glutenfrei, kein zugesetzter Zucker und eben keine zugesetzten Konservierungsstoffe. Das Ganze auch noch Low-Fat. Jetzt habe ich mir was überlegt und zwar meine persönliche Meinung noch anhand von vier Kriterien so ein bisschen vergleichbar zu machen. Und zwar haben wir zum einen den Geschmack, zum anderen die Konsistenz, natürlich auch ganz wichtig die Nährwerte und die Verpackung. Dass ihr das auch nicht falsch versteht, das ist hier mein Review, also meine persönliche Meinung, heißt jetzt nicht unbedingt, dass es die Meinung von uns im Muskelmacher-Shop ist, heißt erst recht nicht, dass es eure Meinung sein muss. Aber wir können das Ganze ja mal so ein bisschen auseinandernehmen. Der erste Punkt Geschmack, da kann ich euch verraten, ich finde es wirklich lecker. Wir haben hier zum Beispiel einmal Schokolade-Karamell und zum anderen auch noch Schokolade-Cappuccino, also zwei Sorten, die einfach so in dem Lifestyle-Bereich unglaublich gut schmecken. Natürlich auch ganz klassisch, der Schokoladengeschmack darf natürlich nicht in der Range fehlen. Ich zeige euch das einfach mal, wie es ausschaut. Also vom Geschmack her absolut vollmundig, müsste man eine volle Punktzahl geben. Ich mache hier einen halben Stern Abzug, ganz einfach deshalb, weil es für meine Begriffe einen ganz kleinen Ticken, einen minimalen Ticken zu süß ist. Ja, da kann man auf jeden Fall nicht meckern. 4,5 Sterne, das ist eine richtig gute Bewertung. Jetzt kommen wir zum Punkt Konsistenz. Hier geht es für mich darum, dass sich das im Mund gut anfühlt, dass keine Klümpchen enthalten sind. Das ist natürlich auch im Abgang einfach ein sehr angenehmes Gefühl ist. Und da kann ich euch sagen, dieser Proteinshake passt absolut. Ich meine, es wäre ja auch skandalös, wenn in so einem Ready-to-Drink-Shake irgendwelche Klümpchen drin sind. Also von der Warte her geben wir eine volle Punktzahl, ist absolut gerecht. Was kann ich euch zur Verpackung sagen? Das Design her, das finde ich richtig gut. Also alle Attribute, was ihr darüber wissen müsst, direkt vorne auf der Verpackung. Liegt auch sehr gut in der Hand, wenn ich mir vorstelle, das Ganze zu transportieren. Dann wird es wahrscheinlich auch nicht kaputt gehen. Selbst zweimal runterschmeißen wird dieser Shake überleben. Und vor allen Dingen einen ganz wichtigen Punkt. Das Ding ist pfandfrei. Für mich persönlich einfach eine sehr wichtige Sache. Jetzt könnte ich volle Punktzahl geben, mache ich aber nicht. Ich ziehe einen Stern ab. Und zwar aus dem Aspekt der Umwelt. Wenn ihr euch einen Shake selbst zubereitet, fällt weniger Müll an. Deshalb hier ganz klar mehr Müll, ein Stern Abzug. Jetzt kommen wir zu den Nährwerten, das ist ein bisschen objektiver, wobei ich natürlich auch meine Meinung dazu habe. Wir haben hier 330 Milliliter insgesamt, wir haben hier Native Whey Konzentrat enthalten, dieses wunderschöne Siegel hier auch nochmal oben. Wir bekommen pro Portion 25 Gramm hochwertiges Eiweiß, wir haben hier wenig Fettgehalt, das Ganze deshalb, weil es eben mit Wasser und Proteinpulver statt mit Milch und Proteinpulver zubereitet ist. Wir haben hier insgesamt 4,3 Gramm Kohlenhydrate, davon 2 Gramm Zucker. Unterm Strich, ich habe mit mir gehadert, gebe ich jetzt 5 Punkte oder ziehe ich was ab? 5 Punkte wäre schon sehr viel, deshalb 4 Sterne. Ich denke, das ist eine absolut faire Bewertung, die sogar sehr streng ist. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, sind wir bei 4,4 Punkten, also von 5 Punkten 4,4, das ist eine sehr gute Bewertung. Ihr könnt natürlich auch eure eigene Meinung haben. Kommentiert einfach, wenn noch Fragen offen sind. Ansonsten bei uns im Muskelmacher-Shop zu bestellen. Den Link wie immer direkt unterm Video. Macht's gut, viele Grüße, euer Simon.